Das ist doch mal eine kleine Überraschung, oder? Der einzigartige, der oft gehörte, nie gesehene Nikola. Dankeschön, Dankeschön. Ich höre auch das. So, der Metal Gear Solid Fanboy. Das ist sehr wahr. Der mir das hier heute alles eingebrockt hat. Das ist auch sehr wahr. Ich glaube, du müsstest mehr hierhin, damit, wenn ich dich angucke, Klasse. So. Bist du da? Ja. Ja, so ist gut. Aber du musst nicht dich umdrehen. Ich bin hinter dich, ich bin der Puppen. Ja, wie im echten Leben auch. Siehst die Fäden im Hintergrund. Also, dann halte mal dein Metal Gear Solid Referat. Ich halte mein Metal Gear Solid Referat. Ich hole mir mal die Notizen raus. Weil es etwas umfangreicher ist, wie du schon befürchtet hast. Also, bald kommt ja Metal Gear Solid 3, das Remake, raus, wie du weißt. Mhm. Ja, weiß ich. Bald, aka dieses Jahr vielleicht. Vielleicht auch nächstes Snake Jahr. Snake Eater heißt das, ne? Genau, sehr gut, sehr gut. Delta heißt, glaube ich, das Remake. Mhm. Und da geht es so ein bisschen drum, das ist das allererste Spiel, rein chronologisch her. Also das Prequel zu allen anderen. Wir spielen da Naked Snake, nicht Solid Snake, sondern Naked. Naked? Snake. Der heißt wirklich Naked Snake. Ja, als Naked Snake. Der ist CIA-Agent und gehört der Einheit Fox an. Das ist eine Spezialeinheit für Infiltrationsmissionen. Naked Snake. Spielt alles während dem Kalten Krieg. Also. Ja. Und da geht es darum, dass man so einen Wissenschaftler retten muss, der die Seiten gewechselt hat. Der ist jetzt auf der Seite der Amerikaner. Aber war vorher ein böser Russe. Genau. Sowjetunion war das. Sowjetunion genau. Natürlich, ja. Sokolov hieß der. Und der ist dann über die Berliner Mauer, wenn sie gerade aufgebaut wurde, rübergesprungen, wie man es aus dem Bild kennt. Mhm. Oder Soldat rüberspringt, kennt man ja auch. Und der hat die Seiten gewechselt. Und da muss man den natürlich retten, weil er wieder entführt wird von einer anderen Partei. Und alles geht schief, die Welt geht unter. Metal Gear ist da und will alle mit Atomraketen vernichten. Das ist so die Zusammenfassung für Metal Gear Solid 3, wo ich jetzt auch nicht zu viel spoilern will. Mhm. Und danke. Naked Snake schafft das alles, ist großartig und bekommt als Ehrentitel den Namen Big Boss. Ah, den kennt man doch. Genau, das ist Naked Snake. Moment, wer bekommt den Spitznamen Big Boss? Naked Snake, der Protagonist. Aber Naked Snake ist Solid Snake. Nee, Solid Snake ist der Sohn. Ist der Vater von Solid Snake. Genau. Naked Snake ist der Vater von Solid Snake. Im Metal Gear Solid 1 erfährst du, dass Big Boss geklont wird und die Kinder quasi, die Le Souffant Terrible, wie auch immer man das französisch ausspricht, ist quasi Solid Snake, Liquid Snake und Solidus Snake. Ist egal, ist für dieses Spiel nicht relevant. Weiter geht's. Solid Snake gibt's an dem Punkt noch nicht, ist egal. Wurscht. Und dann gab's das Spiel Portable Ops, das ist so eine Version für PSP. Da geht's darum, dass Naked Snake dann keinen Bock mehr auf die Serie. Er hat eine eigene Partei, Söldner gründet, quasi sich selbstständig macht, nicht mehr für die Amerikaner arbeitet. Und da gibt's eine Rebellion von Fox und Pipapo. Big Boss kann wieder die Welt retten, Pipapo, Metal Gear zerstören. Alles super. Dann kommt Peace Walkers, auch ein PSP-Spiel, was später für die PS3, glaube ich, nochmal kam. Da baut dann Snake seine Söldnergruppe weiter aus, nennt sie Militär sans frontières, also Militär ohne Grenzen. Sehr französisch alles, warum auch immer. Und da hat er dann Kazuhira Miller an Bord, den kennt man aus Metal Gear Solid 1. Der heißt da Master Klar. Miller. Klar, kennt man. Schon mal gehört? Egal, nicht so wichtig. Der führt quasi die ganze Truppe an mit Snake. Da ist noch Paz, eine Studentin der Universität für den Frieden dabei. Der Universität für den Frieden. Die gibt es tatsächlich, ja. Die UN hat eine eigene Universität namens Universität ausgerechnet für den Frieden. Ausgerechnet die UN. Mhm. Das ist schon gut, ne? Ja, ja, super. Und dann gibt es noch einen Kindersoldat, der aus einer Widerstandsbewegung stammt, die in Nicaragua abgeht gerade. Da Chico heißt der ist auch noch an Bord mit bei einem Chico! Chico! Und Dr. Hui Emmerich, den gibt es auch noch, der baut die Waffen. Genau, das sind so die Leute. Dr. H. Uhrensohn. Ja, und sorry. Am Ende ist Peace Walker halt auch Metal Gear und böse, böse und will die Erde vernichten. Mhm. Ja, und will die zerstört. Und jetzt kommt Ground Zeroes. Weil am Ende von Peace Walker hat diese Paz quasi diesem Peace Walker entführt. Und Snake musste sie halt irgendwie besiegen und dann ist sie verschollen gewesen. Und da setzt quasi Ground Zeroes an. Und dann später kommt erst Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2. So, und jetzt nochmal ein Too Long Didn't Read. Du bist super krass, du bist ein Supersoldat. Mhm. Du kannst alles. Und es gibt Metal Gears, riesige Mechs, die Atomraketen verschießen können. Die gibt es, blöderweise. Die sind doof, weil gehen viele Dinge kaputt. Okay, also ich bin der Papa vom Solid.
Du bist der Papa vom Solid. Das wissen wir. Gut, dann aber vielen Dank für diese kurze, prägnante Zusammenfassung dieses komplexen alles Stoffes. Morgen kommt die Prüfung. Ich hoffe, ihr habt alle auch gepasst und dies gemacht. Ja, wir gucken mal. So, dann starten wir mal los in Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Kannst du noch einen Greenscreen hochmachen? Natürlich. Ich versuche da mich auch mal mit einzubauen. Wir spielen jetzt quasi zum Koop durch. Du spielst, ich kommentiere. Mhm. Das ist nicht eine tolle, großartige Idee. Du wirst jetzt einfach nur jedes Mal, wenn ich fluche, wirst du sagen, ja, du hast falsch gemacht. Genau, ich fluche so oft. Du musst es einfach anders spielen. Das Spiel kann nichts dafür, dass du so unfähig bist. So, warte mal, ich baue mich mal hier ein. Hallo. Kojima, wir zählen mit jedes Mal ein Trinken. Das ist ein gutes Trinkspiel, das machen wir auf jeden Fall. Eins. Das empfehle ich aber nicht, weil es kommt eventuell sehr oft vor. Wir müssen eventuell auch die Steuerung anpassen, das schneiden wir dann am besten raus. Woher geht es? Ja. Metal Gear Solid. 5 Ground Zeroes. Ich glaube, ich muss erstmal die. Das ist so pixelig. Ich habe das. Wieso Eingabetaste? Was? Warum nimmst du nicht mein Pad? Ach, du hast ein Pad. Du spielst mit Pad, okay. Ja, natürlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Mach das gerne mit Pad. Aber. Weil. Allein das geht schon nicht. Mit Start? Klickst nochmal neu ein. Schon ein schlechter Ersteindruck. Da kann das Spiel aber nichts mehr, glaube ich. Wie? Das Spiel kann nichts dafür. Das ist doch ein Konsolenspiel, wieso geht das nicht? Genau. Ich mache jetzt hier mit Tastatur erstmal. Deutsch? Ja. Ich glaube, die Sprachausgabe ist eh im Englischen. Aber ich glaube, die Auflösung musst du hochstellen. Ich glaube, das ist nicht 4K. Ja. Erstmal so, ja. Steuerungstyp. Das schon sehr gut. Ja, lol. Ja, ich kenne nur mal. Die. Ich nehme mal das Xbox. Das kann sein, das war nicht. Das geht. Oh, der nette Dude with Attitude hat gemeint, er hat jetzt erst kapiert, dass er gar nicht Solid Snake spielt in Metal Gear Solid 5. Upsi, Spoiler. Wo kann man hier die Auflösung ändern? Bei Grafikeinstellung. Oder? Bei Anzeige. Ich glaube bei Anzeige. Nee, doch. Auflösung. So, ne? Das sieht gut aus. Yes. Alles auf hoch. Mittel, das ist ja schrecklich. Oder sehr hoch geht, glaube ich, auch. Alles auf sehr hoch. Wir haben hier einen krassen PC. Die 4090 muss schwitzen hier heute. Das sieht schon besser aus. Besser? Ja, plötzlich Seitenränder. Ja, und plötzlich geht mein Patch auch schon wieder nicht. Irgendwas tut. Obwohl, hier tut sich noch was. Muss ich jetzt vielleicht den Bildschirmausschnitt? Was hast du nochmal eingestellt bei der Auflösung? Ich glaube, die war ein bisschen falsch vielleicht. 3000. Das klingt nicht richtig, ne. Das hier ist. Das klingt schon richtig. Wieso geht denn dieser Ladebalken da nicht weg? Der Balken? Ja, hier, siehst du den nicht? Achso, schieb ihn mal wo weg. So. Das sieht doch schon besser aus. Den Rest lassen wir erstmal so. Ich gucke auch gerade wegen Internets. Bei dir ist gerade ein bisschen am Upload-Probleme haben. Sonst würde ich sagen, wir machen den zweiten YouTube-Stream vielleicht aus. Wie, den zweiten? Da sind 514 Leute. Nee, der mit 41. Ach, den. Ach, jetzt raff ich, was das ist. Das ist der Uncut Eddie, oder was? Rüber. Ja, das ist der Uncut-Kanal. Ich raide euch mal rüber zum Hauptkanal, dann könnt ihr weiter gucken. Du, ich streame gerade auf drei unterschiedlichen Plattformen. Ja. Kann das sein? Ja. Ist gut, ja, merkt man. Ja, ist ein bisschen am Lecken, das tut mir sehr leid. Aber eigentlich ist es ganz cool. Die Idee war immer, dass man generell nur auf Eddie Uncut streamen, aber. So, Missionsauswahl normal. Genau, warte noch kurz damit, bevor wir euch alles hab. Wir wollen natürlich die beste mögliche Experience haben. So, Raid geht durch. Dann mache ich jetzt mal den zweiten Stream aus. Weil ich hänge jetzt auch noch mit dran mit meinem Zugucken. Red Links ist da dran. Ja, oder ja. Ich gehe hoch und ziehe den Kindern einfach die Ohren lang.
Das ist auch eine Option. Bitte warten. Deswegen ruckelt es wahrscheinlich. Ansonsten mache ich mal Übertragen aus und gucke über TeamViewer zu. Das geht auch. So. Was ist jetzt passiert? Ich habe Parsec ausgemacht. So. Jetzt habe ich natürlich keinen Sound, aber na gut. Guck mal, ob ich das irgendwie kriege. Du, die Mission beginnt. Dummer Mauszeiger hier. Als die Welt noch in West und Ost unterteilt war. Das kannst du überspringen, das ist nicht so wichtig. Leave the Boss, Mutter der Spezialeinheiten und Heldin des Zweiten. Das spoilert, drück weiter. Du willst ja noch das spoilert, das ist doch in dem Spiel drin. Ja, das ist die Zusammenfassung von dem Spiel davor. Hideo Kojima trinken. Oh, gleich zwei Schlücke. Hä, habe ich jetzt auf extrem gestellt? Ich hoffe nicht. Warte. Nee, ich glaube, das ist nur ein Gag. Alles gut. Nochmal Kojima. Stimmt, ja. Ich hätte das mit Schokocrossi oder so machen sollen. Das ist ja viel geiler. Harry Gregson Williams, auch sehr gut. Guter Mann. Macht gute Musik. Oh, diese Shaky Cam. Das ist Hollywood, Leute. Das ist Hollywood. Genau, Knut macht einen Kojima-Counter. Kojima-Counter. He told us everything. Don't worry, I kept my word. He didn't suffer long. Here. You earned it. How's it feel to play the traitor? No more war games. You're a real man now, soldier. Chico! Der Chico? Warum hat ihm jetzt einen Walkman gegeben? Give my regards to your boss when you get home. Oh, Ennio Morricone. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Wir haben eventuell ein bisschen Musik drin, die nicht YouTube geeignet ist, aber wir gucken, dass wir die rauskriegen. Hat der einfach mal Ennio Morricone reingenommen? Hat er einfach mal. Das Spiel ist 10 Jahre alt, also ich muss sagen, dafür sehen die Zwischensequenzen sehen schon sehr gut aus, ne? Ja. Die Fox Engine ist schon sehr, sehr hübsch. Extra nur programmiert für dieses Spiel. Das ist der Vorteil, wenn ihr jetzt auf Twitch seid, könnt ihr die Musik mithören. Auf YouTube nicht. 10 days ago we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double. Wer ist Cypher? She's being held for interrogation at a camp on the southern tip. Ehemaliger Kollege und jetzt riesiger Bösewicht. A slice of American pie on communist soil and out of US legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved is bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place.
She knows the true nature. Right. Haas is our only link to suffer. Fox. If she's still alive, we need her on our side. Off. Trojan horse is in. Skullface, Commandant der Xoff. Zeitpunkt, um den Hut abzunehmen. Also grafisch, wenn das Spiel heute rauskommen würde, würde keiner sagen, das sieht schlecht aus. Das muss ja 2014 müssen die Leute ja gedacht haben, holy shit. Das wurde damals auf der E3 vorgestellt und das war schon wow. War schon geil. Das war auch tatsächlich mein Einstieg in Metal Gear. Ground Zeroes. Und dann Phantom Pain. Und dann erst Metal Gear Solid 1 und so weiter. So, wo ist der andere Target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring him back alive. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz. Okay, die müssen alle ihre, na, wie heißt das? Bügel. Etiketten da. Badges. Ja. Badges. Und das ist nicht Xoff, sondern Fox. Crazy. We'll send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission needs backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. Das muss doch PS3 sein und nicht PS4. So, das ist jetzt der Vater von Snake, ja? Also der Vater von Solid Snake. Ja. Sieht exakt genauso aus. Snake, ein ehemaliger Held. Einst bekannt unter dem Codename Big Boss. Ein ehemaliger Held. Oh, gesprochen von Kiefer Sutherland? Wirklich? Du warst David Hayter, jetzt ist es Kiefer Sutherland. Erster Held. Ehemaliger Held. Ex-Held. Ex-Held. Schimmerfeld steht auf deinem Lebenslauf. Ex-Held. Oh, Kojima, trinken. Ja, wenn er nicht mehr für USA arbeitet, ist er jetzt noch Ex-Held. Er ist ein Ex-Held. Erneuerung, ein Android. Android, so heißt das Ding. Chico und Paz are being held in an old, unused part of the compound. Ah, ich muss Chico befreien, nehme ich an. Und da ist... Oh, ich darf spielen! Hohohoho! Okay. Was haben wir hier? Okay. Huch.
Sekunde, ich mach das noch. Your binoculars are equipped with a directional microphone. You should be able to listen in on whatever they're pointed at. It's a guard. Don't let him see you. It's a guard. Ach so. Danke für die Intel. It's a door. It's closed. Okay, wir überwachen erstmal alles. Gucken, was man hier noch so alles. That's the refugee camp. I hear it's where they hold refugees from countries like Cuba and Haiti. Klar, du kannst jetzt auch Guards spotten. Also wenn du die anschaust, dann werden die automatisch markiert. Genau wie der hier zum Beispiel. Kannst auch reinhören, was die erzählen. Those are US Marines on watch. Not the time to go easy on intruders. Beats me, man. Green Berets, SEALs. Das ist immer belangloser Quatsch in so Spiel, was die labern. Ich habe manchmal Infos, wo du lang gehen kannst, wo sich gerade Leute befinden, wo nicht. Brauche ich nicht. Ich bin Snake. Okay. Genau, deine Ziele sind Haas, Hatten und Chico. Ich bin Backseating, ja, das stimmt. Literally Backseating gerade. Ich glaube, das braucht man bei dem Spiel auch ein bisschen. Don't underestimate him. So, ich versuche erstmal so viel wie möglich von den Wachen zu markieren. Das kam zusammen mit GTA 5 raus, ne? Wahnsinn. Die Zeit rennt. Gutes Spiel, ja, würde ich sagen, oder? Ja, gut, 2013 war GTA. Ich glaube, 2014 war Metal Gear Solid 5. Also dann doch ein Jahr später. Ist das sogar. Okay. Ja, werden da Sachen gelagert? Ja, das. Okay, was haben wir hier noch? Also für den Hintergrund noch, also Motherbase ist die Basis von euch, deiner Organisation, dein Militär. Sonst da und vielleicht ein Drachenschwert, na okay. Immer, überall. Und mit dir rede ich gerade Casolera Miller. Oh, was ist das? Ah, kannst du nicht. Das ist eine Lüge. The fuck? Was passiert? Habe ich schon den Alarm ausgelöst? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Schon den Alarm ausgelöst. Ich dachte, das ist ein Stealth-Spiel. Lebt der jetzt noch da oben? Er lebt noch, ja. Kann man nur durch die Wand schießen? Das ist Stealth nicht. Boah, ey, mit rechtem Stick-Ziel ist halt immer unangenehm für mich. Das war der Schalldämpfer. Jetzt schießt du nur noch laut. Wieso ist denn der Schalldämpfer weg? Er hätte nicht so viel gesorgt. Also kannst du schon mal umgucken, als hier die Basis aussieht. Achso, die kann ich nur switchen. Genau, du kannst deren Kampfgewehr nehmen. Die M16er, was auch immer das ist. Ich sollte das doch mit Maus und Tastatur spielen, wenn man hier so viel ballern muss. Schon, ja. Aber das jetzt umzustellen dauert ein bisschen. Ein neuer Rekord. 30 Meter Entfernung. Nicht schlecht. Also du kannst natürlich auch ohne Schießen spielen, aber es ist ein bisschen anders dann.
Hier liegt man hin. Wie lädt man nach? Ja, ja. Wieso kann er denn seine Brille nicht aufsetzen? Geht's auf. Bist du mit Tastatur oder mit Gamepad? Tastatur. Mit 3 halten. Okay, dann ist es 4. Sorry. Nikola. Jetzt. Ja, jetzt habe ich nämlich hier die Granate wegen dir ausgerüstet. Sorry. Ja, wo kommen die denn jetzt alle her? Spiele ich das Spiel richtig, Nikola? Das ist eine Option. Das ist nicht falsch. Irgendwie kannst du auch in First Person gehen, wenn du willst. Wie bitte? Es gibt auch eine First Person Möglichkeit. Kannst auch ein bisschen näher ranzoomen damit. Sehe ich das richtig, dass unendlich kommen? Nee, es nee? 40 Stück sind es, glaube ich. Kann ich bestätigen, ich habe es nämlich so durchgespielt. Ich habe alle erschossen und dann beendet. F ist anscheinend zoomen. Ah nee, warte mal. Hey, aber kann man nicht mehr schießen. Also? Okay, in Battle Pain ist es, glaube ich, gefixt. Das ist ein bisschen besser. Ich glaube, die Version kam ein paar Monate früher raus, deswegen haben die noch viele Änderungen gemacht. Ach, das ist nur 13 Schuss. Okay. Ich habe es extra so gespielt, um euch zu triggern. Genau, es gibt Kontrollpunkt und die Mission neu starten. Mal schauen, was der Kontrollpunkt ist. Bin jetzt mal gespannt. So. Darf ich kurz meine Tastatursteuerung machen? Bitte. Ja, gibt wahrscheinlich YouTube sehen wir uns gleich wieder. 8 Millionen Tasten. Ja, schon. Kuba sind wir, so. Ich kann ja erstmal gucken, ob ich überhaupt... Muss leider mit dem Pfeiltasten steuern. Wieso? Weil das so ist. Oder wie, mit dem geht, glaube ich, auch. Ach so, meinst du das? Ja, als Menü ist leider... Das haben sie auch gefixt, glaube ich, in... Phantom Pain, aber... Was ist denn jetzt hier? Das Neue angedrückt. Was habe ich angedrückt? Zum Entfalt, genau. Optionen und auf Tastaturzuweisungen. Vorletzte. Das ist Nikola, ja. Hallo übrigens. So viel Spaß. Nein. Im Pfeiltasten runter. Oh. Und dann... Ich guck mal nach, wann Crowns hier ist. Oh, es geht nicht, ich wusste es. Ich kann das Ö nicht belegen. Kannst du, musst auf Englisch umstellen. Vielleicht geht's dann. Also auf englische Tastatur. Ich komme nicht raus. Crowns Heroes kommt 2014 raus. Egal, ich lasse Standard. Wie komme ich jetzt auf Standard da unten? Dann kann ich dir zumindest helfen, weil ich kenne die Tasten für Standard. Ja, ich weiß, ich kann nicht dafür garantieren, dass jetzt alles hier funktioniert, wenn ich rechts WSAD spiele. Wieso läuft der automatisch? Das weiß ich nicht. Geh mal in die Option. Ich mach nichts. Was ist hier los? Oh Gott. Snake! Das hat die Schnauze voll, dass ich ihn steuere. Wie kann ich mich hochziehen? E. Er hört nicht auf zu laufen, Alter. Tapp noch mal rein ins Spiel. Oder tapp noch mal raus, tapp noch mal rein. Vielleicht... Ich glaube, das hat irgendwas mit... Ja, jetzt muss es gehen. Okay. So. Jetzt spielen wir es richtig. Ich würde auch das mit Maus empfehlen, weil es halt vom Zielen her... Nein, da ist eine Klippe. Ja, ich würde gerne halt mit meiner Linkshänder-Tastatur Einstellung spielen, aber es geht leider nicht. Kannst du vielleicht mit Steam-Input wird es vielleicht gehen?
Warte mal, was war jetzt? Wie mache ich jetzt nochmal hier dieses Visier? V? Für die fürs Fernglas? Oder was? Ja, mit dem ich oder die F. markiere. Das hier. Genau, kannst unendlich viele Marker, obwohl es gibt auch ein Limit, aber der ist relativ hoch. Ja, da musst du aufpassen auf den, weil der guckt mit seinem Zuschallwerfer immer durch die Gegend und wenn er dich natürlich sieht, gibt's Alarm. Ich glaube 40 Gegner sind es in dem Komplex, es werden keine gespawnt, soweit ich weiß. Wieso ist das Fadenkreuz so groß? Also wieso ist das so ein riesen... Ja. Kannst du jetzt nochmal F drücken, wenn du im Zoom bist? Mit ja, dann kannst du vielleicht den in den Kopf schießen. Ah. Du hast unten rechts, siehst du, wie lange dein Schalldämpfer noch hält. Sehr gut. Stark. Der ist tot. Das mochte ich. Jetzt kannst du auch das Licht zerschießen, wobei das Licht guckt nach oben, dann brauchst du nicht zerschießen. Aber du kannst theoretisch auch Zuschauerwerfer zerschießen, wenn du willst. Kann vielleicht auch nicht zu viel Tipps geben, deswegen. Guck mal, wie weit du kommst. Vielleicht schaffst du es ja jetzt ein Second Try. Wieso? Ah, weil ich zu nah an der Wand bin, oder was? Genau, dann nimmt er die Waffe runter. Kann sich auch anlehnen an die Wand. Lol. Da ist eine Wand, glaube ich. Wo ist denn da eine Wand? Oder ist es der Bullet Drop? Eins von beiden. Der Wenn Bullet er zu weit weg Drop. Ist, musst du ein bisschen höher ziehen. Ja, das... Ja. Kommt immer auf die Waffe an. Ich glaube, bei Snipern hast du dann noch einen besseren Indikator dafür. Oder daneben geschossen. Das ist natürlich auch eine Option. Du kannst auch, du hast auf zwei noch eine Pistole, die Betäubung hat. Die du aus den anderen Metal Gear Spielen kennst. Woher weiß ich denn, wo hier Osten ist? Ich habe gar keinen Kompass. Der ist in deinem iDroid, glaube ich, drin. Soll mal Tab drücken, dann machst du die Map auf. Genau. Jetzt guckst du zum Beispiel in den Norden. Oben ist der Kompass. Da will ich hin. Nein, da rein. Nicht da drauf. Oh, da kommt was gefahren. Sehr gutes Timing. Oh, wenn die jetzt die Toten sehen, ist natürlich nicht so gut. Sehr gut. Hab ich gut gestealthed? Ja, sehr gut. Ich bin auch ein alter Stealth-Bock. Okay. Wieso? Er lebt noch. Jetzt ist er tot. Hörst du ein Klingen, dann ist er, hat er einen Headshot bekommen. Lord Stromberg hat 5 Subs verschenkt. Vielen Dank, Lord Stromberg. Noch ist ja September. Twitch hat 1 Abo verschenkt. Genau, und rechts siehst du dann Schalldämpfer hat an Leben verloren, sag ich mal, oder an Ausdauer oder an Beständigkeit. Wo sehe ich das? Unten rechts neben der, oder links von der Munitionsanzeige. Da ist so ein Balken, der langsam zurückgeht. Also ich gebe zu, dass das Spiel, dafür, dass es 10 Jahre alt ist, absolut top aussieht. Das gebe ich zu. Also und es hat wirklich, es spielt sich natürlich komplett anders als Metal Gear Solid 2. Ja. Ich behaupte, es ist auch einer der besten Stealth-Games, die es so gibt. Überhaupt. Was ist das jetzt? Muss ich den wieder schütteln? Aufheben? Nee, der ist tot. Du lootest den automatisch, wenn du drüber läufst. Oder du willst die Waffe, dann kannst du mit R die Waffe wechseln. Der hat aber keinen Schalldämpfer, die macht dann Lärm. Die sind nicht mit Schalldämpfern ausgerüstet. Da liegt noch Munition, aber du bist voll. Ja, ich gebe dir noch den Tipp, drück mal die Taste 2, dann kannst du auf die Pistole wechseln. Die ist noch cooler, weil der da eingebaut einen Schalldämpfer. Und die macht auch noch, dass Leute nicht sterben. Also die betäubt die Gegner nur. Das ist mir wichtig. Und unendlicher Schalldämpfer ist schon ziemlich gut. Den kann man gut gebrauchen.
Splinter Cell ist auch gut, aber ich bin immer auch Fan von Metal Gear. Splinter Cell hat nicht so eine große Open World wie das hier. Wobei das jetzt eher schon ein abgegrenzter Bereich ist für die Demo. Das kannst du schön looten. Wie, läuft der automatisch so gebückt oder habe ich das irgendwie durch irgendeine Taste gemacht? Mit C kannst du in den Crouch-Modus gehen und wenn du C hältst, legst du dich auf den Boden. Okay. Es gibt auch noch, also es gibt 3 Stufen. Oh, hier gibt's Handgranaten. Genau, hast du aber doch C4. Kannst du auch mitnehmen. Ich glaube, du kannst nur maximal 8 mitnehmen. Ja, hast du auch einen voll. Genau. Acht natürlich Lärm. C4 und Handgranaten. Da gibt's noch was anderes. Ja, warte mal. Ey, das ist aber auch. Das ist Nebelgranate. Da ist auch so ein blauer Balken, das heißt, das ist ein Non-Lethal. Also rot ist dann Damage. Ja, was ist besser, betäubt. Ne? Kannst quasi verschwinden. Smog. Smoke, nicht Smog. Genau. Kommt auf deinen Approach an. Willst du Schaden machen, dann bist du die Handgranate. Wenn du lieber Stealthy unterwegs sein willst. Arbeitet viel hier mit Tiefen und Schärfe. Wenn es rot ist, treffe ich oder was? Genau. Sehr gut. Genau, wenn du auf den Kopf triffst, dann ist er instant betäubt. Wenn du woanders hin triffst, dann brauchst du ein bisschen, bis es wirkt. Wie lange ist er denn betäubt? Unendlich. Also ist er tot? Er schläft sehr, sehr lange. Es gibt auch eine Betäubung, wenn du den Haus zum Beispiel oder du ihn mit irgendwas bewirfst, dann ist er betäubt und wacht dann so nach einer Minute oder so wieder auf. Aber im Schlafzustand ist er erstmal durchgehend. Wo muss ich nochmal hin? Das ist da markiert, dieser Kreis da. Oder auch. Habe ich irgendwo irgendwelche Ziele? Genau, die sind da, Missionsinfo, ja. Zum alten Gefängnis wo ich. Aber ich muss jetzt nicht irgendwas zerstören mit C4 oder so, oder? Kommt vielleicht noch. Schrei mich bitte nicht an. Okay, kommt vielleicht noch. Okay. Ich hab ein bisschen im Stealth-Game müssen die ganze Zeit sehr leise sprechen. Stimmt, andere Leute können schlafende Leute aufwecken. Hm. Du kannst sie auch aufwecken, wenn du den beschießt oder ihn trittst oder sowas. Also wenn du jetzt drüber laufen würdest... Das ist so komisch, das sieht aus, als ob dieses Symbol heißt, willst du auf ihn kacken? Was? Hier. Ach so. Willst du einen Haufen setzen? Mit R. Okay. So habe ich das, vielleicht das ist auch nur ja. Bei mir so. Das ist wahrscheinlich so gedacht. Lohnt es sich jetzt hier jedes Zelt, also du kennst mich, ich bin so ein... Akribischer. Im Zelt ist nichts. Okay. Das Zelt ich würde ist sonst hier jedes einzelne. Oh, da oben, was ist da? Ist der überhaupt ein Dude? Wie habe ich nochmal die Kamera gemacht? Oh, es bewegt sich, ja. Da ist einer. Also, Loot gibt es zwar. Sowas wie Raketenwerfer oder sowas gibt es auch. Wenn du sehr, sehr laut sein willst. Aber insgesamt nicht nicht in der Demo. Wieso trifft er nicht? Vielleicht hast du getroffen, musst vielleicht ein bisschen warten. Das kann sein. Ja, okay. Genau. Wie gesagt, Kopfschuss ist immer sofort betäubt. Alles andere braucht ein bisschen. Genau, was das Spiel auch noch neu macht, ist, es wurde ja viel kritisiert, dass es diese Codec-Gespräche gibt und dass die Ewigkeiten dauern. Left or right. If you do that holding the dash button,
You'll move faster. Shift. Hä? Was willst du machen? Genau, nee, da stand irgendwas von Rolle. Ja, genau, müsstest du, glaube ich, zielen jetzt, wenn du liegst. Und jetzt nach rechts und links klicken, dann rollst du dich, glaube ich. Ne? Okay, dann weiß ich nicht. Ja, doch, mit Doppelklick. Mit Shift, okay. Wie soll man das denn alles gleichzeitig drücken? Ja, das sind Doppelbelegungen. Das ist, wie gesagt, auch ein Konsolenspiel, nicht für den PC optimiert. Zumindest was die Performance angeht, das ist gut optimiert. Aber kann ich jetzt hier drauf und dann da drüber hüpfen? Nur wenn du E drücken kannst. Nee, kann ich nicht. Doch. Ja, bei der Kiste geht es bei den Barrels nicht. Mit dem Kopf voran. Was sich aber noch geändert hat, ist eben, dass es keine Codec-Gespräche mehr gibt, sondern die laufen alle quasi parallel zum Gameplay. Diesen Anrufen. Hat er keine Drahtschere oder sowas? Aber dafür gibt es jetzt Kassetten, die du hören kannst mit deinem Walkman. Alles ja alles Sony und so. Crouch. Sehr gut. Oh, Gebüsche sind auch immer gut. Zum Verstecken. Oh ja, Aufnahme ist auch schlecht übersetzt, leider. Record. Hat er jetzt eine Drahtschere oder nicht? Nee, hast du nicht. Es tut mir leid. Das ist ein Gebiet, was nicht zugänglich ist. Das gehört nicht zur Demo dazu. Und das war, kam kostenlos raus, oder was? Nee. Glaube, es hat schon was gekostet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel. Jetzt kostet es, glaube ich, 20 Euro. Das ist halt... Ja, gut, glaube, war mal Teil vom Original, glaube ich, also von Teil 5. Und jetzt haben sie es halt in zwei Teile geteilt. Quasi so ein Pre-LC, finde ich auch gut. 1999 hat es früher gekostet. Ja, ist ein eigenes Spiel, das stimmt schon, aber es ist halt auch kein vollwertiges Spiel. Da muss ich doch rein jetzt hier, oder? Ja. Mhm. Komm, wir checken mal die Lage von oben. Sehr clever. Ganz schön stürmisch da. Das ist denn jetzt hier das... Steh doch mal auf jetzt. Oh Gott. Jetzt hast du das Suchlicht. Okay, fällt zumindest nicht auf, dass das einfach so aufs Cam gerichtet ist. Mach die Funzel aus! Was ist das? Das ist dein erlegtes Ziel. Die werden noch angezeigt. Damit du die nicht außersehen über, drüber marschierst. Wie komme ich jetzt da rein? Ja, ich empfehle noch mal ins Schleichen zu gehen, weil da bist du leiser, generell. Ja, aber da war noch keine Meier. Ah. Aha. Da liest er in dem Moment. Du kannst auch die Seite wechseln mit der Kamera. Du kannst meine mittlere Maustaste, ist dann quasi einmal links und rechts switchen. Mhm. Es hilft dann, um Ecken zu gucken. Ist auch schön, dass man kein Minispiel machen muss, um das Schloss zu knacken. Sehr gut. Nur Chico finden. Hab ich doch schon hier. Hast du schon? Weißt du es noch, wo ist? Ich glaube, die Kamera hilft auch, um die Ziele zu identifizieren, ob das das Ziel ist, was du brauchst. Ich kann nicht damit interagieren, das wird ja also nicht sein. A POW. That's fine if he
has some intel, I guess. Das ist, glaube ich, Prisoner of War heißt POW, glaube ich. Ich kann nicht interagieren. Wie gesagt, du kannst mit der Kamera rumgucken, wer vielleicht für dich relevant ist. Dann siehst du, wer alles relevant ist. Ja, scheint auch nicht das Ziel zu sein. Ja, vielen Dank. Genau, kannst auch mal schauen. Ich glaube, Bar 1 müsste es sein. Missionsinfo. Der Enter, glaube ich. This is the transmission we intercepted. Chico's call for help. Snake, it's Chico. I need your help. Cypher's holding me on a US military base in Cuba. Classic Tier 2. You're at the precinct area on the coast. There's some cages to the east of a big building. East and old grassy facility. That's where we are. Help me, Snake. Ja, bin ich doch. Das hat überhaupt gar nichts gebracht. Schau mal weiter. Ja, aber hier ist doch keine Waffe. Warum ruft der nicht einfach? Ja, weiß nicht, dass du da bist. Okay, ich gebe den Tipps eher am Anfang. Das ist er doch. Am Eingang. Wo ist denn der Eingang? Wo du gerade ich reingekommen bin. Genau. Dann eher so links. Bevor du das einzige Carrick aufmachst. Hab ich doch schon. Stimmt. Eigentlich das schon. Chico! 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 Chico, it's me. Du Idiot. Ich hab doch euch schon aufgemacht. Hier auf den Kopf. Tja, das ist aber wieder nicht gut. So hätte man doch... So hätte man doch dafür sorgen können, dass die eben nicht Alarm machen, weil man sie rausgelassen hat. Hätte sie noch raustragen müssen. Okay, jetzt choked er ihn. Er beruhigt ihn auf eine sanfte Art und Weise. Mhm. Kreuz-choke. Oh, schwer enttäuscht. I got Chico. And Boss. Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. Schon cool mit Kiefer Sutherland, ey. Die haben die Microchips. Nein, was? Die haben den festgeboltet. Oder was? Ich glaube, die haben so eine Achillesferse zerstört. Natürlich kann man nicht mehr laufen. So war es, glaube ich. Die Schichtwechsel. Oh. Das ist nicht so gut, glaube ich. Was muss ich machen? R ihn aufheben. R halten. Genau. Der läuft irgendwo im Moment, ja. Und jetzt? Jetzt kannst du über Tab einen Helikopter rufen. Das Helikopter-Icon. Das dritte von oben. Ja, ich weiß, aber ich kann nicht hin. Achso. Wolltest du. Es ändert sich alles mit Phantom Pain. Und da hast du... Es gibt noch mehrere Landing Zones, aber hier, der ist der beste. Weil die anderen würden dann Ballerei verursachen. Jetzt kannst du natürlich nicht mehr dein Gewehr benutzen, sondern nur noch deine Pistole.
Achtung, laufen Leute. Those tranquilizer rounds are only good for putting your target to sleep. They won't help you break anything. Oh oh. Ist er mal bald tot jetzt? Jetzt. Ja, es braucht ein bisschen, bis es einsetzt. Er springt sogar mit dem. Ja, komm runter jetzt! Ich muss ein bisschen näher gehen, damit er es kann. Gut, oh, sehr nah. So, halt jetzt noch nichts drücken. R drücken. Steigst du mit ein. Nein, die Kassette! Das ist... Der kann halt einfach noch. Der kann einfach Tapes abspielen, der iDroid. Klar. Was glaubst du denn? Das ist Kalter Krieg. Da ging das alles noch mit Kassetten. Klettern kann der nicht, ne? Oder springen? Kommt auch erst mit Phantom Pain. Must be near the heliport. Okay. Was ist denn jetzt die Mission? Wir müssen rausfinden, wo Paz ist, also die andere Gefangene. Und die Kassette gibt uns Aufschluss darüber, wo es ist. Nicht im geringsten. Na, es gibt eine Landing Zone, ein Tor, eine Flagge. Muss ein bisschen gucken, wo sowas in der Basis ist. Eieiei. Klar. Nee, das kriegen wir auch so hin. So, was jetzt? Pass finden. Das ist unsere Quest. Oh. Warte. Da läuft's. Oh, da ist ein Auto angehalten. Oh, da ist ein Auto ausgestiegen vor allem. Wieso triffst du nicht, Boy? Da muss ein bisschen vorhalten, genau. Der Fahrer ist, glaube ich, auch noch da irgendwo. Das Auto klaut. Und hier gibt's keine Kontrolle. Ich hab keinen Paketdienst. Da ist die Flagge, sehr gut. Da ist der Landing Zone, sehr gut. Wer ist dich? Nein, jetzt gibt's keinen Marker, ich muss das selbst rausfinden. Die roten Kreise sind nur, wo Gegner wahrscheinlich sind. Weil die gerade Lärm machen. Kann man hupen? Ich glaube ja. Wie? Ach, über dich. Danke, Nikola. Ja, ist auch stärker, okay. Es gibt auch Hupen, aber ich weiß nicht, ob es auch in Call of Duty schon gibt. Wenn man dich als Freund hat, ne, dann. Und, drück mal E. F ist es, ne? Na gut. Ja, egal. Jetzt nur nichts raus hier. Danke, Nikola. Ja, als ob ich weiß, dass du nicht was hupen musst. Raus hier.
Ja, aber wenn du es nicht weißt, wieso sagst du dann eh? Hab, glaube ich, gesagt. Bin ich gerade nicht. In Pennepain geht's auf jeden Fall. Sehr gut eingepackt. Ja, nehme ich auf meine Schulter. Oh, da hat ein Schock dran. Wieso? Nee, doch nicht. Erstmal einschlafen neben der Explosion. Schaff dir den Panzer. Schnell, renn hin. Wenn du es überlebst. Ja. Ich bleib da, muss hinstellen. Ja. Jetzt geht's ab. Der erste Teil war Sneak, jetzt wird geballert. Der raucht schon, der Panzer. Wollt ihr mich verarschen? Nee, das ist von Anfang an so. Der hält ein bisschen mehr aus. Ja, gut, du hast einen Landplatz gefunden. Das kannst du gleich ein bisschen aufrollen. Wo zielt der denn hin? Mit F kannst du genau zielen. Ah. Granate, oh. Ich weiß nicht, ob ich muss ganz schön viel. Ja, das wird den Tunnelfeld auch ein bisschen besser. Man muss ganz schön viel Mauspad. Ich glaube, das kannst du gerade noch einstellen. Oh, da kommt noch eine Granate schon. Eieiei. Ui. Oh, jetzt ist nicht mal so ganz neu. Geht nicht mal als Neuwagen durch. Hier wird gekurbelt. Wo ist er? Wo denn? Da ist doch noch irgendwo einer. Da neben dir. Ah. Ja, jetzt nicht mehr. Ober was? Boba Fett? Da kommen noch mehr Leute raus. Oh, da hast du gerade noch mehr Waffen. Oh ne, doch nicht. Sondern die. Oh. Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Schon, du kannst die Luftverteidigung abschießen. Das kann dein Helikopter die Luftverteidigung geben. Luftunterstützung, das ist das Wort. Hui. Oh. Ich hoffe, das ist ein Plan für danach. Oh Gott. Erfolg. Oh Mann. Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Du musst immer mehr. Nein! Ah, ich bin noch am Leben. Nein! Versteck dich irgendwo, dann hören sie auf. Vielleicht. Oh, du wählst die Einbahnstraße. Okay. Hier bin ich für immer sicher. Ruhig, eine Waffe. Duck dich, duck dich! C ist hinlegen. Also C halten. So. Das sieht nach einer Bulletproof-Turm aus. Er ist verschwunden. Wo ist er hin? Er ist da hoch gerade. Wer schießt denn da? Wieder. Oh, es sind aber einige. Hast du noch Granaten? Vielleicht kannst du ein paar runterschmeißen. Eieieiei. Energie lädt sich von alleine wieder auf, ne? Ja. Sobald es wieder farbig wird, das die Kamera.
Genau, und die Blutflecken verschwinden, bist du wieder voll geheilt. Oh, oh, die Spaß auch geladen. Oh, ein Flashback. Jetzt schnell in Deckung gehen und heilen. Was ist? E drücken. E. Na, shit. Ist schwer verwundet, da musst du E nochmal drücken, dann kannst du dich heilen. War ein guter Versuch, es hat am Hupen gescheitert, glaube ich. Das war das Problem. Weißt du, woran es gescheitert ist, dass du mir gesagt hast, steig aus dem Auto aus. Daran ist es gescheitert. Ja, genau, das meine ich ja. Das hat die Hupe war's. Bis dahin war ich noch sneaky unterwegs. Als du gesagt hast, geh mal mitten im Feindgebiet, drück mal, gucken, was passiert, wenn du E drückst. Ja, nehme ich auf meine Schulter. Das war, da hast du dich gut geschlagen. Mit dem Panzer und... Now let's find Boss. If she's dead, we need to see the body to be sure. Der Wagen steht noch da. Schießt neben dem Wagen. Genau vor der Anlage. Und das wieder volle Munition, praktisch. Schlafende pflastern seinen Weg. Wie weit kann man denn mit dieser Knarre schießen? Du hast ja diese Striche unten drunter, musst du entsprechend höher zielen. Ja, Musst du selbst rausfinden, das weiß ich nicht. Was für was steht? Kein Plan. Oh, ist ein bisschen tricky. Hör ich hier eine Kamera? Sehr gut. Da brauchst du wahrscheinlich eine Handwaffe für. Da helfen Schlaffalle nicht so viel. Sehr gut. Oh, starker Schuss. Seht ihr das? Sehr gut. Die suchen nur noch einen neuen James Bond. Das gibt's dann in Snake Eater. Da kriegst du dann die James Bond Intro Musik und da kriegst du dann Spy Action. Das ist richtig wild, was da passiert. Mehr als 8 kann man eh nicht nehmen. Was ist hier? Ja. Das oh, was ist das? Ein Granatwerfer, glaube ich. Ne, ein MP mit Schalldämpfer. Aber musst du dafür deine sneaky Pistole wegschmeißen. Ah, das ist keine gute Idee, ne? Kommt auf deinen Approach an. Oh, wir haben hier Proximity Mines. Auch gut. Da musst du natürlich Tipps drüber laufen. Das ist kein betreutes Gaming, das ist hier ein gemeinschaftliches Spielen. Also, Eddie spielt nicht gut zu. Aber Moment. Okay, da gibt's auch noch. Da hast du sogar Platz für. Den kannst du sogar mitnehmen. You can use that to take out their vehicles or anti-air guns. But you'll be broadcasting your position to the whole base. Genau, das ist das Problem. Aber wenn Helikopter ankommen, hast du was mit dich zu verteidigen. Oh, da hat jemand einen entdeckt. Oh, da ist ja ordentlich was los. Kein Schuss mehr. Hä? Muni alle. Nikola. Aber ist doch gut. Dann kann ich jetzt auch tauschen, die Waffe. Ja, ist richtig. Oder wo kriege ich Munition für die Sleeping Gun? Das weiß ich nicht, damit bin ich schon sehr speziell. Ja, hier ist überall voll, voll, voll. Oh oh. Wer hat das denn jetzt entdeckt? Da laufen sehr viele Leute rum. Erhöhte Aufmerksamkeit, okay. Vielleicht der Typ da oben? Jetzt nicht mehr. Der steht nicht mehr auf. Kannst natürlich die Schafenden auch erschießen, wenn du willst. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Ist natürlich eine Option. Die wen erschießen? Die Schlafenden kannst du auch erschießen. Dann stehen sie nicht mehr auf. Ja, stehen sie auch nicht, wenn sie schlafen. Aber sie können auch geweckt werden. Ja. Dann muss ich ja eher die töten, die sie aufwecken wollen. Ach, guck mal hier.
Alles normal, ja? Sie hat sich wieder korrigiert. Hier nicht. Okay. Also was Spannendes. Hat der eine Taschenlampe? Nee, ne? Doch, Nachtsicht gehört. Auf was war drei. Das nochmal? Die andere drei. Use a flare grenade to call the chopper to your current position. Hä? Just don't forget you might put it in danger. Du meinst die vier? Okay. Die andere drei. Ich war so sicher, dass es vorhin drei war. Okay, 84 gehört. Aber die hat eine bestimmte Batterie, glaube ich. Die ist jetzt genau hinter deiner Kamera. Ah, doch nicht. Nicht in diesem Fall. Wieso hat denn der jetzt ein Magazin ausgestattet? Damit kannst du Lärm machen. Dann bewegen sich Leute dahin. Weil sie hören, wie ein Magazin irgendwo hinfällt. Also eine Art Stein, den du werfen kannst. So, jetzt hab ich's. Oh, die ist offen. CQC. Close Quarters Combat. Also wenn du keine Waffe ausgerüstet hast und vor dem Gegner stehst, kannst du linke Maustaste drücken, dann schlägst du ihn. Und hab ich eine Waffe ausgerüstet? Ja. Jetzt gerade nicht. Ja, ich meine, nicht im Anschlag. Genau, dann kannst du zuschlagen. Dann kannst du Leute verhören, dann kannst du sie bewusstlos ringen. Bewusstlos ringen. Huch! Den zum Beispiel. Jetzt schnell! Ah, oh, du hängst fest! Da ist ein Poller! Sehr gut. Du bist am Poller hingeblieben. Hui, knappe Sache. Da gibt's auch diese Reflex-Time, die du gerade eben hattest. Schangeln, ja stimmt, schangeln ist das halt. Kannst du jetzt zum Boden schangeln. So, fies hinter, genau hinter dem. In der Ecke. Achtung, dein Schalldämpfer ist zur Hälfte kaputt. Oh, das war mein Schatten. Ihr Schweine. Oh, jetzt ist Eddie sehr confident. Automatisch Bullet Time gemacht, oder was? Ja. Wenn die sich gerade entdecken, da kommt dieses. Was Automatic jetzt auch kennt. Das Ausrufezeichen und der Sound. Sehr ikonisch. Der ist Blut. Tut um. Ach ne, ist eine Leuchte. Okay. Die leuchtet nicht mehr. Warte mal, ist da was zum Einsammeln? Nee. Vielleicht haben die noch ein bisschen Munition. Aber du brauchst auf jeden Fall auch mehr Schalldämpfer. Wie kriegt man denn mehr Schalldämpfer? Tja, finden. Okay. Weiß nicht, ob es hier Schalldämpfer gibt. Das weiß ich nicht. Vielleicht in irgendeinem Lagerhaus. Ja, da tapst einer. Oh, knapp. Ui. Stylisch. Oh ja, dein Schalldämpfer ist weg. Das war's. Mit Schalldämpfen. Vielleicht check ich den Typ, der da runtergefallen ist. Komm. Der hat gar nichts. Die Waffe ist so weggeflogen, glaube ich. Ja, vielleicht liegt sie nach oben. Aber dass die Schalldämpfer sich abnutzen, ist schon ein bisschen Quatsch, oder? Du weißt nicht, wie Schalldämpfer funktionieren. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Warum sollten die denn... Nein. Vielleicht ist es das erste Spiel, was es richtig umsetzt. Ich habe keine Ahnung von Schalldämpfern. Hä, ich habe noch nie gehört, dass ein Schalldämpfer kaputt geht. Also außer, dass es ein selbstgebastelter. Gibt es sowas wie Abnutzung von Schalldämpfern? Ja, auch in echt. Nicht, ich weiß nicht, wie viel Schuss die aushalten. Alle Schalldämpfer nutzen sich aber. Wie viel Schalldämpfer nutzen sich aber? Okay, wie viel Schuss denn?
Freunde. Also wenn man die Kirche im Dorf lassen hier. Im Game muss man die leveln? Ja, stimmt. Kann man deutlich bessere erforschen. Du bist im Kalten Krieg, Eddie. Du hast nicht die besten Schalldämpfer. Wir sind hier ne, ein paar Jährchen noch. In der Vergangenheit. Wo muss ich denn überhaupt hin? Im vierstelligen Bereich finden sich alle Schalldämpfer, was die Schussanzahl angeht. Ja, gut. Das haben wir auf jeden Fall nicht. Weil ich muss mir nochmal diese Knarre mit dem Schalldämpfer holen, glaube ich. Ist eine gute Option, ja. Ich sonst nicht. All the way back. Schalldämpfer sind an sich auch nicht so leise, also die dämpfen auch nicht so viel, habe ich gelernt. Bei Mythbusters war das, oder? Sowas. Oh, hier guck mal, was ist das? Es leuchtet rot. Es hofft noch kein Alarm. Ja. Es leuchtet einfach nur rot. Das da oben leuchtet auch nur einfach nur gelblich, grünlich. Was ist das für eine Farbe? Oh, es hört sich aber so ein bisschen an wie der Kassette, die wir gehört haben. Von der Geräuschkulisse her. Ach, guck mal. Gucke mal. Random einfach mal die Gefangene gefunden. So gut. Das stimmt. Also wenn das der Vater von Solid Snake ist, dann hat er das kaputte Auge vererbt, oder was? Ja gut, in Metal Gear Solid 1 hat er ja das Auge kaputt gemacht bekommen, oder? Beim Foltern. Pass Ortega Andrade, Doppelagent, dessen wahre Verbindung unbekannt ist. Genau, die war das, die den Metal Gear geklaut hat im Teil davor. Und dann festgenommen wurde von den Amis. Die hat auf jeden Fall den besseren Gefängnisplatz. Als Chico. Ja, stimmt. Keine, ja gut, ist natürlich scheiße so die ganze Zeit. Ja. Doch, das stimmt schon. Ist das nicht so gut. Oh Moment, jetzt kann ich die Knarre nicht mehr. Jetzt habe ich gar keine Waffe mehr. Das ist schlecht. Stimmt. Musst du vorher weglegen, wenn du schießen willst. Wird dann auch laut. Sie. Ja. Ja. Man kann sie auf den Weg schmeißen. Wer rettet mich? Also ich glaube, Solid Snake hat sein Auge bei Folterung in Metal Gear Solid 1 verloren. Uff, was war da? Oh, oh. Das macht jetzt ordentlich Lärm. Aber hat, glaube ich, keiner gehört. Boah, alleine hier. Aber die kommen jetzt hinterher, ne? Der hat gerade den Funkspruch durchgegeben. Ja, aber was soll ich denn machen, Nicola? Evade. Also ich meine, ich habe keinen Shell-Dämpfer. Dorthin gehen, wo die Marines nicht sind. Da. Du gibst immer noch die besten Tipps. Ich weiß, danke. Kannst du Granaten werfen. Aber es gibt nur laute Granaten, ne? Wo ist denn der Extraction Point? Überall, wo du willst. Außer, Problem ist halt, der macht halt Lärm, der Helikopter. Ja, aber ich hab doch alle gekillt. Das sind 40 Leute. Kannst du auch hierher holen, kein Problem. Der kann hier landen. Aber dann gibt's halt ordentlich Ballerei. Der kann aber auch ballern, also von daher. So, bring! Ja, muss erst anfordern. Über. Wie denn? Menü. Escape. Menü. Nochmal, eins. Da aufs Helikopter-Icon. Und da auf die Hosefläche. Oh, Gefahr? Egal, rein da. Kann ich mit ihr ins Auto? Ich glaube nicht. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht. Ich nehme das rote Fass. Da das rote ist der Helikopterlandeplatz. Hoffe mal, dass du genug Anti-Air ausgeschaltet hast, sonst könnte das lustig werden. Stand out. Stand out.
Dürften aber nicht mehr so viele Leute sein, da hast du schon recht. Kommt der? Ja. Jetzt mal angeflogen kommen. Wie statte ich denn den Raketenwerfer aus? 3 oder 4? Ich glaube, das ist kein Wort. 3. Nee, 3 war es vorhin. Die Belegung ist ein bisschen wild. Ja, ich glaube 3. Ich höre was. Ja. Ich glaube, der kommt von der Südseite dann. Ist das dieser rote Kreis hier über meinem Kopf? Nee, das ist der Landeposition, wo er am Ende landet. Ach so. Okay, dann stoppt ihr schon mal die Adam. Psst, sag nur nicht. Okay. Spannung. Join. Also. Oh oh. Hm, okay. Oh, jetzt ist er da hin. Geh doch. Easy. Nur überleben. Ich raff nicht, wie ich den Raketenwerfer krieg. Ich glaube 4 halten und dann Raketenwerfer auswählen. Dann ist es 3. Sorry, 3. Nee. Nichts davon stimmt. Okay, 1. Dann ist es die Hauptwaffe 1. Ja, da also. Ja, jetzt ist es zu spät. Ja, egal, schieß aber. Ja. Sorry, das ist verlassen. Applaus, Applaus. Start von mir. Fair try. Oh, Hypers. Der rocht ein bisschen, der Gute. So, wie kriege ich das Navi wieder? Das Navi. Nein. Also man merkt, das ist Konsolen. Für Konsolen gedacht. Good job. Das war Metal Gear Ground Zeroes. Wie, das war's schon? Das war das, die Demo. Das kostet 30 Euro? 20 Euro. 20? Ja. Guck mal hier, First Try, 63 Minuten. Alarme 0. Ja. Abschüsse 9. Ach, guck mal. Du hast ja neu gestartet beim Alarm, von daher. Helikopter verloren 0. Erneute Versuche 0. Kein Reflex 0. Fragezeichen. Rang B. Was wäre Fragezeichen? Irgendeine Bonusmission. Jetzt kommt noch eine Cutscene, genau. Jetzt kommt noch das Ende. Die Übergang zu Phantom Pain. Snake. Snake. Die haben irgendwas in sie eingesägt, eingebaut. Okay. Ja, sägen müssen wir auch ein bisschen. Die beiden Kids sind, das ist Chico und das ist Paz. Kennt man aus Peace Walker, dem Teil davor. Klar. She's rigged. Damn it, we were set up. We gotta get it out. No time for anesthetic. We have to open her now. Genau. Hold her down. Hold her down. Es wird geschnipselt. Bitte weggucken, wenn ihr kein Blut sehen wollt. Es ist zwar nur virtuelles Blut, aber es ist nicht die hübsche. Also, ne? Früher war das krass. Vor 10 Jahren war das sehr krass, was da passiert. Das ist schon ein Teufelskerl. Was kann er nicht, ne? Das ist er nicht. Das ist sein Arzt. Ach so. Ja, die haben Chirurg an Bord gehabt. Okay. Ja, Feldarzt. Dr. Pipper, ja. Quasi. Eieiei. Mach doch schneller. Was hat sie denn da drinne?
The PlayStation 5 Pro. Gerade limitiert. Das tickt ein bisschen. Ach nee, ist nur der Ständer von der PlayStation 5 Pro. Und tschüss. Was zu essen. Eieiei. Was haben die da jetzt rausgeholt? Irgendein Package. Eine Bombe, die hat getickt. Die hat geleuchtet. Eine Bombe? Ja, wurde verwanzt oder ver... bombt. Genau, es gibt gerade eine Kontrolle durch die UN auf der Mother Base. Da sind natürlich alle Atomwaffen versteckt und Panzerfahrzeuge. Make me proud. By the time they leave, I'll have the IAEA praising us as the poster boys for world peace. Out. Tower, this is Morpho 1. Do you copy? Can't get through. The leak seems fine, but... Oh nein. Das nächste Drama. Oh ja. Irgendwie müssen wir noch ins Krankenhaus kommen. Ist das die Bohrinsel aus Teil 2? Nee, ist eine eigene, selbstgebaute Bohrinsel. Das ist die Mother Base. Das ist eine Bohrinsel irgendwo in den... irgendwo auf See. Da haben sie quasi Hauptquartier. Oder hatten eher. Sieht nicht mehr so stabil aus. Wer sind jetzt gegen die, der kämpft? Die Xoff. Ach, Xoff. Ja. Das ist der Katoira. Wer ist da? Der die ganze Zeit auf dem Ohr hatte. Dein Kollege. Master Miller. Many good men left their life for you to survive. Das war aber knapp. Natürlich. Und Xoff hat jetzt hier die Base von Fox zerstört, oder was? Genau. Und die hat man vorher in Peace Walker aufgebaut. Was will denn Xoff? Wissen wir nicht. Die wollen Xoff. Anscheinend, ja. Du musst dich mal, glaube ich, eine Ebene vor mich machen, sonst wirst du hier vom Stuhl verdeckt. Wollte ich nicht, so bescheiden. So. Ja, so ist doch besser. Na gut. Ist nicht so happy damit, mit der Situation. In der Gesamtsituation unzufrieden.
God damn it! Irgendwer hat sie verraten. Ja, das wohl war. Chat kennt die Zitate auch. Sehr gut. What? Why? Jetzt macht's bumm. In Mai. Wo man noch Bomben verstecken kann. Hui. Also wollte sie uns nur das Leben retten. Der Rauch war von der Küste aus sichtbar. Medien suchten die Schuld für die Katastrophe bei der geldbesessenen privaten Miliz. Ein Skandal folgte, als Behauptungen laut wurden, die amerikanische Regierung sei einer ihrer wichtigsten Kunden. Daraufhin erklärte das Verteidigung... In der Zwischenzeit gab es Berichte, dass Kontrolleure der IAEO, der internationalen Auto... der internationalen Organisation der Vokale AEIOU. Die Anzahl der Opfer ist nicht bekannt, jedoch scheint es keine Überlebenden zu geben. Doch kurz vor und nach dem Vorfall wurden in der Gegend... Oh, leck mich am Arsch! Nochmal. Trinken! Das trinken. Kommt mal. Zwei Schluck. Nicola Barth. Immigrants wrongly executed. Nicola Barth. Ach so. But their death served as a message to others. That ours is a society that murders the innocent. Do you too believe your sacrifice will change the world? Fünf. Vier. Fünf. Da war noch mal. Und komm noch ein paar Mal noch. Ja, Credits. Ja. Ja. Da hätte ich ja mal wieder was durchgespielt hier. Noch? Was ist dein also, Fazit? Ich muss sagen, nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Also es ist einfach nicht vergleichbar mit Metal Gear Solid 2, zumindest rein spielerisch. Ja. Vom Gelaber her und so Helden-Epos. Was ist das jetzt? Ja, noch Geschichte, was passiert ist in der Zeit. Lass dich nicht irritieren. Aber spielerisch war das durchaus brauchbar, muss ich sagen. Hat Bock gemacht. Schön, schön. Was ist jetzt das? Was noch kommt? Was war? Ich hätte vergessen, was passiert ist. Der Metal Gear Solid 1 habe ich auch durchgespielt, Chat. Der Metal Gear Solid 1, 2 und das hier jetzt. Stimmt, ja. Ist eigentlich schon quasi Fan. Naja. Ach, das ist der Trailer von der E3, glaube ich. So, wie komme ich hier raus? So, das wollen wir nicht sehen. Angucken? Na gut. Nee, wir wollen spielen. Das sehen wir ja noch. Ach so. Ja, wie? Belohnungen gibt's erstmal. Tolle Belohnungen. Aber wo soll ich die denn benutzen? Ja, werden halt im Spiel gedroppt. Und jetzt gibt's Nebenmissionen, neue Sachen, die du machen kannst, theoretisch. Neue Ziele. Ja, das Spiel ist halt darauf ausgelegt, mehrmals zu spielen mit demselben Setting. Aber es soll uns, glaube ich, jetzt nicht stören. Wir haben jetzt, glaube ich, alles gesehen, was man über dem Spiel sehen kann. Man kann sogar, ich glaube, Szenen aus Metal Gear Solid 1 freischalten in dem Spiel. Und wer will das nicht? Na, wer will das nicht? Du kannst sogar als alter Solid Snake rumrennen mit diesem polygonarmen Optik. Das ist schon sehr lustig. Hier sieht man es, 8%. Ist noch ein bisschen was da im Spiel. Also die 20 Euro sind schon okay. Ist immer noch ein bisschen frech, weil es schon eher so eine Demo ist, aber ich denke. Jo, also. Appetizer. Das war doch mal ganz nett. Soll ich Phantom Pain auch spielen? Das musst du sagen. Nee, das müsst ihr sagen. Ach so. Ja, oder ja.
gut, bei 1000 Leuten, die gerade zuschauen, allein nur auf Twitch und 500 auf YouTube. Ich glaube, da ist... Vielleicht sind die aber auch allein geschlafen. Ach so, ja, okay. War der Action? Das ist, glaube ich, nicht. Na gut, okay. Vielleicht machen wir das. Jetzt ist aber hier, erste Folge ist erstmal Schluss jetzt.